Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Metroid Prime 2 Echoes, Part Nummer 36. Ja, im letzten Part sind wir hier, ja, in die Sümpfe gegangen und haben uns ein bisschen unter Wasser umgeguckt. Und ich würde natürlich heute das Gebiet ja hoffentlich abschließen wollen und auch das helle wie dunkle. Und ich glaube, ich mache es so, dass ich jetzt erstmal wieder hier hingehe. Dass ich dann von hier aus außen rum gehe. Genau so. Dass ich dann hier in die Mitte gehe, nach unten. Und dann von hier aus durch die Portale wieder nach oben gehe. Dass wir dann das Gebiet dann zumindest soweit abgeschlossen haben. Das ist zumindest der Plan. Und gucken wir mal, dass wir da vielleicht noch was finden. Aber auch nur vielleicht. Weil ich habe mal im Inventar bei mir geguckt. Ich kann es euch mal nochmal kurz zeigen. Und zwar habe ich ein bisschen gefragt, wo man halt so grob sehen kann, was man schon alles gefunden hat. Und zwar habe ich hier natürlich alle Sachen mal nochmal überprüft. Und zwar gibt es hier diverses. Und hier gibt es hier die Schlüssel zum dunklen Tempel. Und da werden auf jeden Fall die ganzen anderen Schlüssel angezeigt, die man halt so generell kennt. Also die man halt für die Bosse gebraucht hat. Tempelschlüssel 1, 2, 3. Aber wenn ich jetzt hier zum dunklen... Nee, warte mal, wo war es? Hier, Nester Ing, genau. Oder? Nee. Hier, Himmelstempelschlüssel, so rum. Hier haben wir sie. Hier werden mir alle Gebiete angezeigt, wo ich bisher jetzt schon Schlüssel gefunden habe. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sind halt hier auch die Nummern auch dran. Also hier ist 3 und 4. Hier habe ich 1 und 2. Und wenn ich aber beim Nest gehe, das Nest ist die Himmelsfe also ist die geheiligte Festung im Dark Aether. Hier fehlt mir vermutlich dann auf jeden Fall noch ein Schlüssel, weil ich denke mal, dass mindestens zwei Schlüssel pro sind. Und ansonsten, das wären dann, also wir haben dann fünf Schlüssel, sechs Schlüssel wären das dann insgesamt, aber dann würden immer noch drei Stück fehlen. Und das ist halt durch die Frage, ob es halt in einem Gebiet halt drei Schlüssel gibt oder ob ich da generell. Gott, bin ich gerade erschrocken hier. Da bewegt sich was an der Wand. Ja, wo man halt die restlichen Schlüssel findet. Weil ich hoffe mal nicht, dass ich in einem Gebiet hier einen übersehen habe, dass ich da jetzt nochmal gucken muss. Aber dadurch, dass es ja vier Gebiete gibt und man dann sagen könnte, jeder weiß zwei, sind es dann acht Schlüssel, dass es dann ein Gebiet halt geben muss, wo halt drei Schlüssel sind. Das hat so der Gedanke. So, lass ihn mal kurz hüpfen hier. Ich wollte ins Portal und dann ins Dunkle, genau. Alles klar. Da, 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 da. Die machen Akrobatik und ich gehe. Ist nämlich langweilig, das anzugucken, wenn die da rausspringen. Ach ja. Ist aber schon krass, wenn man halt das Spiel wirklich blind spielt. Also, ja, wieder blind spielt. Wie lange man doch eigentlich braucht, wenn man sich hier umguckt. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch hingehen, in der Datenbank halt auch mal generell gucken, weil da hatten wir ja auch die, war das bei Berichte? Ne, das war es nicht. Individuen? Nein. Erforschung? Ne. Das muss dann doch hier bei der. Bei Optionen aber nicht, oder? Das ist ja generell nur. Ja. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen verpeilt. Irgendwo konnte man ja nachgucken, wo man die. Das waren die Soldaten. Piraten und Inschrift Illuminus. Ja, doch, ne, hier. Die Halter, Schlüssel und Akkus Hinweise, genau. Hier hat man ja die verschiedenen Schlüsselinformationen bekommen, wo die halt. So, hier am Eingang der Heiligen Festung. Ja, weil da liegt er. So rum. Das war dann wieder was anderes, oder? Akkus Hinweis müsste es doch eigentlich sein. Ja, hier die Schlüssel. Genau, alles klar. Aber dann muss man natürlich erstmal auch noch hingehen und überprüfen, welchen Schlüssel man schon hat. Am Rande des Sumpfes eines regengetränkten Landes tat sie ihren letzten Atemzug. Und da muss man halt dann grob danach suchen, gell? Unweit einer Wächterhülse ruht er in einem gefluteten Tempel. Den haben wir, glaube ich, gerade gemacht. Glaube ich aber auch nur. Ich verwirre mich halt selbst damit, obwohl es eigentlich ein Hinweis ist, bildet sich halt in meinem Kopf kein wirklicher Hinweis davon, weil in erster Linie ja, man auch nicht gesagt bekommt, in welchem Gebiet, sondern einfach nur verregnete Stelle und da muss man halt ein bisschen im Spiel generell aufgepasst haben und ich bin irgendwie, da ich jetzt schon Schlüssel gefunden habe, gar nicht mehr wirklich so drin, was man jetzt schon alles haben. Achtung, nicht zerquetschen lassen. Wobei es eigentlich auch nicht wirklich wehtut. Hochkommt man hier sowieso nicht, gell? Ne, brauchen wir nicht ganz zu versuchen. Ist ja gar kein Boost nach oben.
So. Okay. Wie gemein ist das denn? Das ist doch eigentlich so ein... Wie komme ich hier nicht durch? Ach, wartet mal. Ich glaube... Ja. Wir hatten ja irgendwo noch so eine Stelle gehabt, wo man was wegsprengen konnte und sind dann... kam mir da noch nicht nochmal hin, aber ist ganz praktisch, wenn wir hier dann jetzt nochmal hingehen, weil dann muss es hier auf jeden Fall was geben, was hier, Gott, ist das hell. Ach, die Viecher wieder. Könnt ihr einmal abhauen? Ihr nervt. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich die so treffe dann, aber ich glaube schon, sonst würden die ja keinen Schaden kriegen. Oh. Nicht in die Wand glitschen hier, oder? Durch die Wand gehen. Absichtlich. So, okay, hier ist Giftwasser, aber das stört mich nicht. Die Kamera weiß nicht, wo sie hingucken soll. Deswegen, guck. Deswegen war sie gerade selber verwirrt. Okay, also wenn das hier nur so ein Durchgang ist, womit wir halt dann die so abkürzen können in dem Sinne. Da ist es zwar ganz schön und gut, aber... muss ja auch einen Grund haben. Wirklich scannen kann ich hier so nicht, weil es viel zu hell ist hier. Hier hat mir ja unseren Grapple Beam bekommen. Wenn ich nochmal mich genau dran erinnere. Genau. Und dann sind wir hier rüber, dass wir wieder zurückkommen konnten. Weil halt links und rechts die Wege halt blockiert waren. Aber es muss ja einen Grund haben, warum man die blockiert hat. Dass man da den Spieler erst später hinlässt, wenn, obwohl man eigentlich die Powerbomben erst sehr viel später bekommt. Oder ist halt doch nur eine Abkürzung. Kann natürlich auch alles sein. Ne, hier hatten wir die Bombe, glaube ich, gefunden, gell? War das nicht so? Die Missiles? Genau, das hier war das. Aber ist dann auch nur wieder ein Durchgang. Na gut, immerhin, wie gesagt, durchgucken ist ja alles schön und gut. So, und jetzt sind wir hier wieder in dem Raum im dunklen Bereich. Da kann ich ja mal kurz gucken, wie es dann halt im Wasser aussieht. Aber erstmal die Tür wieder besiegen, natürlich. Na. Schön mit dem Annihilator drauf, gell? Na. Im Wasser kämpfen sieht man nichts. Das ist nicht gut. Aber ich nehme die Gegner auch wirklich nicht mehr ernst. Das ist halt auch so der Gedanke. Ob man sich treffen lässt oder nicht. Dabei sollte man eigentlich nicht so spielen. So. Schön ausruhen. Legt euch mal hin. Wird alles wieder gut. Dann kommen wir nicht hoch. So, aber gut. Wenn wir hier das Wasser haben, möchte ich natürlich mal rein. Gibt es hier irgendwas? Sieht nicht danach aus. Und auch der Boden ist hier leider zu. Also da kommt man, glaube ich, generell nicht hin. Ja, okay. Gut, dann ja, war der Raum halt hier vermutlich auch schon abgeschlossen dann in dem Sinne. Ich hatte auf jeden Fall irgendwo noch eine Tür, wo wir mit so einem akustischen Signal öffnen mussten. Deswegen bin ich immer noch am Überlegen, wo war die nochmal genau? Außer halt jetzt der Raum mit dem großen Dynamo. Na gut, dann haben wir ja alles nun geschafft. Ich muss nach oben. Okay. Dann einmal Plattforming, bewegende Plattforming. So. Und hier oben gibt es dann auch nichts mehr, nicht mehr wirklich. Na gut. Ach, hier wieder. Hopp mal ab. Wobei, ich könnte ja auch einfach durchrollen, oder nicht? Ich meine halt nur.
Dann machen mir die Viecher auch nichts mehr. So, okay, das war der Raum hier. Runterfallen würde bedeuten, dass wir nach oben müssen. Aber ich wollte ja sowieso, glaube ich, hier... ja, ich wollte dann von hier aus nach unten und dann Portale wieder nach oben nehmen, genau. Verdammt. Das war natürlich auch super. Ich glaube, solange er so leuchtet, kann man ihn nicht treffen, gell? Ich sehe halt schlecht, ob ich durch ihn durchschieße oder ob ich noch Schaden mache. Aber ich glaube, das ist, wenn er transparent ist, gell? Dass er so ein Schimmern um sich rum hat. Geh doch mal drauf. Ich glaube, normal drauf schießen macht mehr Sinn, als die ganze Zeit zu warten, ja, irgendwie. Manche Gegner sind schon ein bisschen komisch. So, aber ich wollte eigentlich nicht ganz sofort ganz runterfallen. Einfach aus dem Grund, weil hier gibt es ja... Also hier in dem Raum hier sieht man ja, da gibt es noch so kleine Lücken an den Wänden. Und zumindest da hinten zum Beispiel, oben. Und da hätte ich halt schon ganz gerne erstmal ein bisschen nachgeschaut. Aber man kann ja hier auch wieder hoch. So. So, alles klar. Diese Lücke hier ist hinter mir. Ja, genau, da unten. Aber es ist wohl auch nur eine Lücke, gell? Wo nichts ist, okay, alles klar. Einfach eine versperrte Wurzel. Na gut, dann können wir auch nach unten gehen. Dann können wir auch nach unten gehen. So. Und zwar ganz nach unten. Da unten gibt es auch noch eine Lücke. Ich glaube, da habe ich auch schon reingecheckt. Oder ist es noch tiefer? Ne, jetzt bin ich zu tief gefallen. Da ist irgendwie eine Lücke an der Wand. Na, mal hoch hier. Ja, genau da, wo ich jetzt stehe, ist eine Lücke an der Wand. Komisch, warum wird denn hier so eine Lücke an der Wand angezeigt? Also ihr wisst schon, was ich meine hier. Gehen wir ein bisschen näher dran, ob man das vielleicht besser sieht. Da auf der linken Seite ist so ein Knubbel. Wenn ich jetzt geradeaus gucke nach links. Als ob es hier was geben würde. Aber hier ist nichts. Warum ist da ein Knubbel an der Wand? Wenn da nichts ist. Oder kriege ich es vielleicht nur von der anderen Seite aus auf oder so? Dass es sich dann hier im Dunkeln vielleicht auch öffnet oder so? Was weiß ich? Ich meine, sonst, wie gesagt, sonst wäre diese Lücke da nicht da. Das ist halt... Das wäre ja dann an der Map-Fail. Und bisher war ja jede Lücke auch in der Karte eingezeichnet. Gut, wie gesagt, vielleicht liegt es ja wirklich daran, dass da irgendwo so eine Stelle ist. So, hopp ab hier. So, da oben hatten wir einen normalen Schlüssel. Naja, brauchst du mir nicht zu zeigen, ich weiß es schon. Wird mir natürlich nochmal daran erinnert, weil es ja beim letzten Mal nicht gespeichert wurde, aber das weiß ich ja, dass ich da hin muss. Mir fehlen halt noch die Schlüssel dafür. So. Na, aber witzig wäre es ja, wenn ich jetzt zurückgehen würde und dann würde auf einmal die Karte aktualisiert werden, wo dann mir auf der Karte angezeigt werden, wo die Schlüssel genau versteckt sind. Das wäre es ja, aber kann ich mir fast nicht vorstellen, weil sonst hätten wir ja die Hinweise nicht. Wir waren ja schon dort.
Hinweise haben wir schon wie im letzten, im ersten Part, im ersten Teil ja geholt. So. Er schreit hier. Aber die Viecher, die können eigentlich auch nur noch nerven, oder? Ach, ich hab mehr. Haben wir das hier schon verwendet? Na, man muss natürlich auch schon springen. Sag mal. Hör auf, mich zu nerven hier. Die Viecher können richtig einem auf den Senkel gehen. Irgendwie kommt er mir größer vor als sonst was. Vielleicht schon einfach nur daran, dass er jetzt mit vier Tentakeln hier rumgreift. Sag mal. Ich werde aus diesem Gegner einfach nicht schlau. Kann ich sagen, was man will. So, lade ich halt auf. Ja, solange es so ist, kann man ihn nicht treffen. Egal, was man macht. Na, guckst du aus der Wand raus? So. Also manchmal, ganz wirklich, also, ja. Das sind die nervigsten Viecher. Ne, wobei, warte mal, das haben wir doch. Ach, nee. Wir sind ja, glaube ich, das Portal hier rein, genau. Das hier. Und sind dann, oder? Ich weiß gerade nicht mehr. Oder dass wir vielleicht vom Hellen hier normalerweise hingegangen sind und haben dann, sind dann hier runtergesprungen von oben. Und jetzt würden wir halt mit dem, ja, mit der Screw-Attack wieder nach oben kommen. So, ein bisschen hell, aber müssen vielleicht mal gucken, ob hier irgendwas ist. Nur die ganzen Lichter, alles klar. Oh, da ganz oben ist auch noch was. Ah, noch besser. Ganz gut. Hat es ja gelohnt, hierher zu kommen. So, Datenbank sagt 80%. Okay. Ja, so langsam sammelt sich das, würde ich mal sagen. Und unsere Lichtmunition geht langsam zu Ende. Wenn man bedenkt, dass wir bei 200 gestartet sind, haben wir jetzt wieder nur 40. So, und jetzt von hier nach unten wieder nach oben. Von unten nach oben. Und dann hätten wir das Gebiet eigentlich auch abgeschlossen. Ja, aber hier sieht man übrigens, hier gibt es dann links und rechts nichts mehr, gell? Außer halt die Magnetschiene. Lustig, dass man die unter Wasser noch sieht, so ein bisschen, gell? Aber hier gibt es auch nichts Großartiges mehr. Hm. Erstmal geradeaus, weil auch wenn wir davon auf jeden Fall schon waren, das ist ja unser Dreifachsprung gewesen. Dieses Jetpack unter Wasser. Aber es kann ja jetzt immer was sein. Okay. Also hier ist einfach erstmal wieder nach oben, auch wenn es hier vermutlich auch sowieso nichts mehr geben wird, aber wir müssen so oder so wieder nach oben, von daher. Wieder unsere hübschen kleinen Seepferdchen-Viecher. Genau. Mehr oder minder. Gib mir mal ein bisschen helle Munition. Oh ja. Ja, so schnell fühlt man sich wieder auf, gell? Ja, die geben halt einfach alles, was man braucht. Dankeschön. So, ansonsten gibt es hier aber, glaube ich, auch nichts. Ich meine, da oben waren wir ja schon. Das war ja die versteckte Stelle hier, wo wir dann den Schlüssel bekommen hatten. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, was sie bei Metroid Prime 4 sich überlegen, so an Visoren, weil die muss es dann garantiert auch wieder geben. So mit Scannen und Co. Aber darauf müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Ein bisschen lange gedulden. Aber ich denke mal, hier habe ich, glaube ich, auch schon alles, weil hier bin ich auch schon ein paar Mal durchgegurkt. Ich meine, gerade die Viecher hier, aber sonst.
Und wir hätten ja auch im Dark-Bereich hier auch gesehen, ob hier irgendwo eine Schüssel gewesen wäre als Beispiel. Deswegen. Ansonsten waren wir ja sowieso schon, weil wir ja hier angefangen haben. Okay, dann haben wir das Gebiet zumindest soweit erledigt, würde ich mal sagen. Dann würde ich gerne nochmal kurz speichern. Aber nur, weil es kann. Dass wir hier das sicher haben. Ich meine, wir haben noch einen Missile-Container gefunden. So. Na. Nicht die Speicherstation verpassen. Okay. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Dann kann ich ja jetzt mal einfach gemütlich ins Ödland gehen. Also hier das Startgebiet, sage ich einfach mal. Da, wo unser Raumschiff steht. Weil da habe ich mich, glaube ich, auch noch nicht so ganz genau umgeschaut. Gehe ich mal davon aus. Und von der Seite aus... Von hier aus würde ich nach oben kommen. Und da will ich natürlich auch hin. Wobei hier gibt es... Da komme ich halt... Nee, gut, da will ich gar nicht hin. Also einfach gemütlich nach oben. So. Also man könnte das Game, glaube ich, schon innerhalb von 10 Stunden durchspielen, wenn man es mal so genau nimmt. Vielleicht sogar noch in weniger. Also wenn man es normal spielt, meine ich jetzt. Wenn man es halt den größten Teil kennt. Aber wenn man halt durchsucht, dann kann man da schon so eine... Ja, da kann man schon so eine Weile brauchen. Und man hat dann selbst dann noch nicht alles gefunden, gell? Das ist es, ja. Das macht ja halt das... Spiel halt aus. Hier würden wir zum Ödland kommen. Ich glaube, da will ich hin. Ich muss nochmal auf der Karte gucken generell. Ne, ich will eigentlich in den Tempelanlagen. Genau, das wollte ich eigentlich. Weil die Ödland hier, da habe ich ja schon gecheckt. Und das hier würde ich ja als letztes machen wollen. Einfach nur, weil es letzte Gebiet ist. Na gut, dann muss ich nach oben und geradeaus, denke ich mal, hier hin. Zum großen Tempel, genau. Ja, alles klar. Und ich muss immer noch sagen, wenn man bedenkt, dass das Spiel ein Gamecube-Spiel ist, sieht das halt immer noch super klasse aus. Also wirklich immer noch. Wenn man das Game sich so anschaut, dann könnte man auch sagen, das wäre ein aktueller Port für die Switch gewesen oder sowas. Oder ein aktuelles Game. Weil wenn ich mir ganz ehrlich, wenn ich manche Switch-Games angucke, wie die einfach so, ich sag mal in Anführungszeichen, hingeklatscht aussehen... Ich meine jetzt nicht die Nintendo-Spiele, sondern halt allgemein. Dann, ja, dann ist es natürlich schon so eine Sache für sich, wenn ein Gamecube-Spiel besser aussieht als ein modernes Game. Na ihr? Vor allem, ich habe schon Spiele gesehen, die sehen zwar von der Optik her gut aus, aber das Menü selber, das sieht halt aus wie... Gut, wobei, vielleicht kann man auch bei dem hier sagen, das ist ein bisschen Spielerei mit dem Drehen-Ding hier. Aber ich habe schon Menüs gesehen, die sehen halt schlechter aus als so manches Mobile-Game. Obwohl das Spiel selber irgendwo doch brauchbar aussieht von der Grafik her. Warum man sich dann fürs Menü dann keine Mühe gegeben hat. Also das halt wirklich so ganz plump aussieht mit zwei Farben, Hintergrund und Schrift. Und das sieht dann für mich immer so ein bisschen billig aus. So als ob man sich keine größere Mühe mehr geben wollte. Ich mache immer noch das Ding schuldig, dass es so groß ist, aber ich glaube, hier gibt es wirklich nichts. Das ist einfach nur ein riesiges Gebilde und fertig. Ja. So. Viel werden wir vermutlich nicht mehr machen können in diesem Part. Dafür sind wir unter Wasser wieder viel zu lange rumgegurkt. Aber okay. Übrigens, habt ihr mal gesehen bei Samus, die hat normalerweise solche Spitzen vorne an den Knien. Aber die Spitzen von der Rüstung sehen natürlich noch ein bisschen extremer aus. Die sind ja wirklich... Warte mal, da muss ich mal ganz kurz im Menü nochmal euch das genauer zeigen. Inventar, genau. Die Anzüge. Also ich kann sie am besten mal hier als Vergleich nehmen. Und zwar hier. Sieht man ja den Zoom. Hier die Stacheln hat sie jetzt sowieso immer Standard, gell? So, dann haben wir beim... Dark Suit, damit wir gleich mal direkt den Vergleich haben. Da haben wir die eigentlich auch so ein bisschen, die Stacheln. Also nicht unbedingt jetzt markanter, aber auch vorhanden. Aber wenn ich mir das beim Light Suit jetzt ansehe, sieht das wirklich so aus wie Aua. Also die sind wirklich
hervorstehen. Die sind ja bald schlimmer als. Also wenn die euch einen Kniekick gibt, dann gute Nacht. Mit den Dingern sowieso. So. Ah, schön, wenn sie einmal wieder hell ist, gell? Länger nicht mehr hier gewesen. Da. Natürlich auch wieder gucken, dass es hier noch was gibt. Ja. Beruhigt euch mal ein bisschen. Dann klappt es auch. Gab es hier jetzt auch irgendwo so eine Abkürzung oder habe ich die schon. Ja, nee, doch, die. Ja, ja. Hier gab es, glaube ich, noch so eine extra Tür an der Seite. Ja, genau. Aber die habe ich schon geguckt gehabt, gell? Ja, das war das hier, wo da hinten der Missile-Container war. Alles klar. Ich habe irgendwie immer noch den Gedanken, dass irgendwo in so einem offenen Gebiet, dass irgendwo an der Wand seitlich noch so was war, wo ich scannen musste. Und ich weiß nicht mal, ob ich das schon gemacht habe oder ob ich einfach nur vergessen habe, wo das ist. Was wollt ihr denn? So, vor allem muss ich mich auch hier nochmal kurz umgucken, wenn ich schon nur so weit spiele, bis ich zum Partende komme. Weil hier das Gebiet ist eigentlich noch riesengroß und total verzweigt und verwinkelt. Also laufe ich hier außen rum. Dann gehe ich am besten erstmal hier gemütlich links lang hier, würde ich mal sagen. Ja, macht Sinn. Und dann sich dann am Ende vielleicht hier speichere. Macht vielleicht Sinn. Ja, das wird ganz gut. Und dass ich mir dann zumindest bis zum nächsten Part dann auch merke, dass ich hier auch mich dann schon umgeguckt habe. Nicht, dass ich dann die Wege doppelt laufe. Oder ich gucke mir einfach meinen alten Part mal an. Kann ich auch machen. Habe ich mir eigentlich auch schon beim Part 34 gemacht, aber dadurch, dass ich hier, weil ich dann dort wirklich willkürlich rumgelaufen bin, habe ich dann trotzdem die Übersicht verloren. So ein bisschen. Naja. Nervt man nicht hier. Ich möchte mich hier umgucken. So, hinter mir ist noch was. War unten. Ihr seht ja, auf der Karte ist noch ein Punkt, deswegen bin ich ja gerade noch so am Überlegen. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass vielleicht hier in dem Gebiet. Oh. Nee, das sah nur hell aus gerade. Oh, guck mal, hell und da ist ja gar nichts. Jetzt ist der Punkt weg, okay. Dass ich dann vielleicht hier insgesamt drei Schlüssel finden könnte, eventuell. Dass es halt wirklich hier 2, 2, 2, 3 ist. Also, dass man dann auf 9 kommt. Ansonsten hätte ich halt keine Ahnung. Und dann gucke ich halt dann doch mal offscreen, ob ich halt alle Notizen hier mir mal durchlese. Und dass ich vielleicht dann gucke, wo dann die einen Notizen mir sagt, da und da. War es noch nicht. Der Raum war das. Und zwar hier im Dark-Bereich gab es doch auch noch so eine Tür, wo. Ach ja. So, verbrenn mal schön. Wenn man halt mit der Munition nicht spart, dann sind die halt auch keine Herausforderung mehr. Wobei ich mir das natürlich frage. Das sind drei. Okay, ich sehe gerade. Kein Wunder, dass es hier. Dass einer noch nicht gleich draufgegangen ist. So. Löse ich einfach auf. Dass es halt hier offen ist, aber halt in der Dark Zone halt noch zu. Das ist halt so der Gedanke. Aber ich würde schon ganz gerne erstmal im Licht durchgucken. Es sei denn, ich habe hier irgendwo in der Nähe irgendwas. Da hinten haben wir auf jeden Fall aber noch was zum Scannen, sieht man da gerade. Und hier war ich, glaube ich, auch schon. Schätzungsweise. Wo bin ich gerade? Achso, ich bin hier komplett am Rand. Achso, stimmt, das ist der normale. Genau. Wisst ihr was? Ich gehe mal ganz kurz ins Portal und guck mal hier im Dark-Bereich, was da ist. Weil das macht mich jetzt leicht stutzig.
weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich da halt noch so eine verschlossene Tür hatte. Da. Gib mir mal ein bisschen hier wieder Lichtmunition. Alles klar. Ich meine, wenn schon, denn schon. So, und einmal hier durch. Das wäre jetzt nur eine ganz große Ausnahme, weil ich mich an diese Tür halt noch erinnern konnte im Dark-Bereich. Dass man die halt nur mit dem Annihilator öffnen konnte und dann dürfte da auf jeden Fall was sein. So, nicht in die falsche Richtung laufen. Genau, ich muss dann einfach hinter mir weiter. Hinter mir weiter, wobei man eigentlich genau sagen muss, hier ist es halt doch eigentlich ziemlich abgeschnitten, also die meisten Bereiche. Also macht es vielleicht sogar Sinn, dass ich hier mich jetzt gerade umgucke. Und ich sehe auch gerade... Ah ne, das ist doch ein kleiner Raum. Also hier geht es schon weiter. Okay, alles klar. Aber zum Beispiel der Raum war ja komplett abgeschottet. Und hier müsste man dann sowieso hin. Also macht schon Sinn, dass ich hier gerade gucke. Das meine ich damit. Riesengebiet mit Tor. Ja. Hier kommen natürlich gleich wieder die meine Lieblingsgegner. Hau ab. Komm, flieg da einfach rein und hab deinen Spaß. Wobei ich sehe gerade, da ist eh nur Missiles drin, aber gut. Ist nicht so wild. Was man hat, hat man, gell, sagt man so schön. Ich glaube, das ist extra eher dafür gedacht, dass man hier ihn halt anvisieren kann, gell. Alles klar, dann gucken wir mal, wo sind die Teile? Ach, da ist ja noch einer. Und reingeflogen, so. Okay, wo sind die akustischen Teile? War doch ein Dritzel, oder? Steuerungssystem hin, Zugriffsmodus unbekannt, Steuereinheit sind weder im... Achso, so eine Tür war das. Okay, hätte ich vielleicht auch schon vorhaben können. Aber auch gut. Ich meine, wenn schon, denn schon. Passt doch. Also die 200 Missiles kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Das ist zumindest die Hauptsache. So, alles klar. Und will ich mich jetzt hier im Dark-Bereich noch weiter umgucken? Ich glaube nicht, weil hier komme ich ja sowieso nochmal durch, weil ich ja dann sowieso doch noch dahin muss. Genau, alles klar. Dann wieder zurück. Na, überall diese holprigen Stellen, wo man keine Geschwindigkeit aufbauen kann. So, natürlich auch krass, wie stark der Lichtbeam ist gegen die Gegner hier. Müsste ich vielleicht wirklich mal machen, einfach einmal drauf schießen, weitergehen. Ja, da sieht man es auch nochmal ganz genau, diese Klingen an den Knien. Würde mich nicht wundern, wenn es euch schon länger aufgefallen ist als mir. Weil man ja beim Zusehen wohl eher auf Details achtet als bei, beim selber Spielen. Wenn man selber spielt, guckt man zum Beispiel auf die Gegner oder auf die... Ja, auf einen gewissen Punkt in der Umgebung, aber man sieht halt nicht jedes Detail im Allgemeinen. So. So, lassen wir jetzt hier gemütlich mal weitergehen. Ja, ihr braucht mir nicht auf den Senkel zu gehen jetzt. Ich habe keine Zeit für euch. Hab euch schon mal besiegt. Toll. Setz dich genau in den Weg. Hau mal ab da. So. Alles klar. Ihr könnt hier unten und oben rum. Ich glaube, hier habe ich mich aber schon umgeguckt gehabt. Morphball-mäßig. Wie wollte ich eigentlich langlaufen? Also bis zu der Speicherstelle, gell? Wollte ich. Genau.
Oder bis zu anderen. Kann man sich wohl aussuchen dann. Ja, nee, doch. Da sind wir schon oben und unten lang, sind wir schon lang gegangen. So. Beruhigt euch doch einfach mal. Keiner macht euch was, außer ihr macht mir was. So. Kurzer Scan. Aber hier gibt's diesbezüglich nichts. Und auch das ist auch hier nichts. Okay. Also generell muss man sagen, den Visor, den braucht man eigentlich wirklich selten. Kommt mir jetzt mal so vor. So, nicht verwirren lassen. Ich möchte geradeaus da, wo ich gerade hingucke. So, das sind wir nämlich wieder bei unserem Raumschiff, genau. Lange nicht gesehen, Raumschiff. Warum ist es immer noch blau? Hä? Das habe ich doch schon mal gescannt gehabt, oder nicht? Ich meine halt nur. So, einmal kurz speichern hier, weil wir es können. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich da überhaupt irgendwas übersehen habe, weil das ist ja wirklich Uraltgebiet. Wäre natürlich lustig, wenn jetzt hier noch irgendwie ein Schlüssel... hier ist sogar ein Schlüssel versteckt. Ernsthaft. Krass. Ja gut, den kann ich aber zum Schluss noch holen. Den merke ich mir. Warte mal, das mache ich so. Ich mache davon jetzt mal so einen Screenshot. Also wenn ich halt sowieso dann zum Tempel hingehe, dass ich halt den Schlüssel mitnehme, das wollte ich damit sagen. So, warte mal. Und mal kurz einen Speicher. Vor allem lustig, weil halt natürlich das Raumschiff genau daneben ist. So, speichern und nicht aus Versehen auf Aufnahmestopp klicken. Das wäre jetzt gerade fatal gewesen, aber finde ich lustig. Das finde ich gerade wirklich. Ich habe das gerade nur als Joke gesagt, ob da vielleicht ein Schlüssel sein könnte und dann ist da einer. Aber gut, ich wette mit euch, da ist auch irgendwo ein Tipp, wo es dann halt irgendwie was steht von wegen hier... der Anfang deiner Reise oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Würde mich nicht wundern. Ich werde auf jeden Fall dann mal nach dem Part hier... Ach, das war das, wo wir runtergesprungen sind, genau. Und das war die Abkürzung. Alles klar. Aber da ich vielleicht einmal außen rum möchte, möchte ich nach unten. Genau. Vor allem schön, dass es diese Zwischensequenz sogar nochmal gibt, dass Samus Aran hier runterspringt. Ich würde es ja stark wundern. Okay. Dunkler Missile-Soldat. Verstorbene GF-Soldat mit Raketenwerfer. Soldat weist laut Bioscan keiner Lebenszeichen auf Präsenz einer fremden Biomasse hin. Okay, ich finde es gerade interessant, dass hier in Anführungszeichen optionaler Boss ist. Der Bioscan zeigt an, dass der Missile-Soldat über keinerlei Lebensfunktionen verfügt, aber eine unbekannte Biomasse mit parasitärer Wirkung vorhanden ist. Obwohl die Panzerung des Missile-Soldaten beschädigt wurde, scheint der Großteil des Anzugs intakt zu sein. Auch seine Missile sind funktionstüchtig geblieben. Der parasitäre Übernahmevorgang ist noch nicht vollendet, worauf eine eingeschränkte Agilität und Reaktionszeit resultiert. Finde ich aber interessant, dass wir hier einfach mal jetzt so ein... Ja, noch... Ich wollte gerade wirklich, ohne Witz, ich wollte gerade so einen Joke machen. Am Ende findet man hier so einen optionalen Boss. Also weil ich nur so Dark Soul-mäßig als Joke sagen, aber... Ich finde es halt gerade echt... übertrieben eigentlich schon fast. Und er wird sogar wirklich als Boss dargestellt. Kommt mir so vor. Auch wenn er sich nur im Kreis dreht. Er gibt einen Missile-Container. Schön. Klasse. Ich meine, ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Jetzt geht doch erst die Tür wieder auf. Vor allem, woher kommt denn der? Der war doch vorher nicht da. Übrigens, jetzt könnte man natürlich noch eine andere Logikfehler... Wer weiß, ihr wisst ja, Game-Logik sollte man nie anzweifeln. Aber man könnte jetzt noch einen weiteren Logikfehler benennen. Und zwar, wenn die Ing auch Tote wiederbeleben können.
Warum können die dann zum Beispiel jetzt die Chyka nicht nochmal wiederbeleben, die ich getötet habe? Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch das leicht interessant, aber ich denke mal, das ist hier wirklich alles jetzt nur noch dafür, dass wir diesen optionalen Boss hatten. Ich finde es gut. Ich finde es echt gut, dass es hier sowas dann doch noch gegeben hat. Soll natürlich aufpassen, dass ich hier sonst wohin laufe, weil scannen will ich. Erschreckt mich mal nicht hier. Bin natürlich trotzdem noch. Ich bin OP und habe trotzdem mich erschrocken. Ja, ja, krass. Das ist aber normal, okay. Vor allem, dass die hier immer wieder aufstehen, gell? Normalerweise müssten ja die schon längst komplett hinüber sein. Aber das meine ich halt auch, dass halt die Ingen jederzeit immer und immer wieder die immer wieder besetzen könnten, theoretisch. Ja, ja. Ey, nicht hauen. Ansonsten gibt es aber hier, glaube ich, auch nichts Großartiges. Ich meine, man kann sich natürlich auch so merken, wenn ich jetzt hier, genau, seht ihr, dann gibt es hier auf jeden Fall keinen Schlüssel, weil es ja im Dark-Bereich ja keine Umgebung gibt in dem Sinne. Aber okay. Was ist das denn hier? Okay, das ist einfach nur einfach nur so eine komische Lücke gewesen. Vor allem lustig, wenn man hier jetzt nochmal gerade voll aufgepowert wieder hinkommt. Ich glaube, man hätte schon viel früher hier wieder runtergehen können mit dem Missile Heinz. Und ich bin halt jetzt erst wieder hergegangen. Aber gut, wie gesagt, finde ich klasse. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich wollte es nur aus... Ich wollte aus Joke zwei Sachen sagen mit dem Schlüssel und dann hier mit einem Extra-Boss und dann passiert sogar sowas. So, hier gibt's nix. Würde mich auch wundern, weil gerade wenn man so im Anfangsgebiet halt rumgeistert, dann ist es eher selten der Fall, dass man jetzt irgendwas übersehen hat, weil das ja dann massiv auffällig wäre. Also man muss ja außen rum, weil es ja hier zu ist. Da. Achtung. Wie die Musik mich jetzt wirklich gerade hier erschreckt, oder was? So, ich spiele ein bisschen Schattenspiele und dann passt es schon. Okay, aber dann passt es ja soweit. Dann gefällt mir es auch, weil dann wissen wir zumindest, wo ein Schlüssel ist. Den merken wir uns auf jeden Fall. Hab mir einen schönen Screenshot gemacht. Und ja, wie gesagt, vor allem hat mir gefallen, dass wir extra Miniboss hatten, der uns natürlich noch gleich noch einen Missile-Container gegeben hat. Finde ich klasse. Dann, ja, dann hoffe ich, euch hat der Papier gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Metroid Prime 2 Echoes sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal und nicht die Glocke vergessen. Ciao, ciao.